Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um Sisley. Und zwar habe ich ein paar Lippenstifte aus ihrer neuen Linie, die Phyto Rouge Shine Lippenstifte. Und ich habe mir die neue Cushion Foundation gekauft, die Phyto Blanc Le Cushion. Ich habe direkt bei Sisley bestellt, diesmal auch mit Geschenkbox. Also man kann immer wählen, ob man halt die normale Verpackung, die sieht dann so aus, ist eine wunderschöne Box. Für mich, also deswegen habe ich jetzt Geschenkbox gesagt, ist es auch immer so eine, die nehme ich immer, wenn irgendwie ein Geburtstag oder irgendwas für mich ansteht, wo ich sage, okay, ich brauche noch eine schöne Box zum Verpacken. Da bietet sich Sisley auch immer an. Ich finde die Boxen wunderschön. Ansonsten kann man da auch eine umweltschonendere Verpackung wählen. Das kam dann in diesem Päckchen an, was man bei Sisley auch immer hat, je nach Bestellwert. Also man hat immer einmal so ein kleines Täschchen dabei. Das sieht in dem Fall so aus. Ich weiß nicht, ob man sieht, da ist hier nochmal so eine Blume drin. Und dann hat man hier ein paar Proben. Ich packe mal kurz aus. Doch, das ist ganz viel. Und zwar einmal von ihrer Haarlinie ein Pre-Shampoo Haircare. Das kenne ich gar nicht. Einen restrukturierenden Balm. Da freue ich mich, das mal auszuprobieren. Dann hat man eine Floral Tonic Lotion mit dabei. Was habe ich hier? Eine Tagespflege, Anti-Aging Tagespflege. The Supreme Anti-Aging Skin Care. Auch so ein kleines Pröbchen. Und dann noch ganz süß so einen kleinen Lippenstift. Das ist jetzt Pappe, sieht aber ganz süß aus. Und der ist in der Farbe, das ist ein Le Phyto Rouge in der Farbe 21. Das ist ja ganz süß. Solche mag ich immer ganz gerne. Die kann man auch schön in die Handtasche packen und man hat da echt lange was von. Das ist die Farbe. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Perfekt zum Ausprobieren. Wie gesagt, es ist nur eine Pappverpackung, aber den großen nachempfunden vom Design her sehr schön gemacht. Dann war aber auch nochmal so eine Tasche mit dabei. Das haben sie auch ganz oft, je nach Bestellwert. Bekommt man dann in dem Fall jetzt gerade diese Tasche in diesem Design hier mit so einem Anhänger. Und da sind dann auch noch mal Proben drin. Das sieht von innen so aus. Das ist echt süß gemacht. Einmal eine Probe von ihrem Eau de Parfum. Ich weiß gar nicht, Isia Le Nou. Und da ist auch noch mal in dieser Packung so eine größere Duftprobe mit dabei gewesen. Also schon eine, mit der man dann auch was anfangen kann. Ich muss aber gestehen, also auch mit so einem Spraykopf, das finde ich sehr schön, wenn man den Duft mag. Ich mag ihn leider nicht, deswegen werde ich den auf jeden Fall weiter verschenken. Und dann ist in dem Täschchen noch mit drin ein Make-up-Remover, nochmal eine Gesichtscreme und ein La Cure, auch aus ihrer Anti-Age-Reihe. Da freue ich mich mal, das auszuprobieren. Und dann nochmal drei so Sachets, also tatsächlich so ein Concealer. Den liebe ich. Das ist einer meiner liebsten Concealer. Ein Contouring Care Intensiv Le Sculpture. Das kenne ich gar nicht. Das ist anscheinend so eine Körperlotion. Ich meine, da bringt dieses Sachet wahrscheinlich nicht viel. Da ist mein Körper zu groß, um meinen Körper damit einzureiben. Aber einfach mal, um es auszuprobieren. Und nochmal so ein kleines Sachet von der Anti-Aging-Pflege. Also das waren jetzt alles die Goodies, die so mit dabei waren. Das finde ich immer sehr großzügig bei Sisley. Das mal hier nach hinten gestellt. Und dann kommen wir als erstes zur Foundation. Die Phyto Blanc Le Cushion. Das ist eine Cushion Foundation für mehr Leuchtkraft und Ebenmäßigkeit. Da sieht der Karton von außen so aus. Und das Compact dazu, also die Cushion Foundation, sieht so aus. Die ist silber. Die kostet 105 Euro und die Refills dazu kosten dann 79 Euro. Was mich sehr gewundert hat, das ist hier jetzt die Rückseite. Das war jetzt
auf der Seite so als Pre-Order, aber ich glaube, es gibt es mittlerweile auch schon bei Händlern, dass die jetzt nur in 5 Farben war und zwar nur in sehr hell und hell. Also ich habe die 1N, das ist schon praktisch die fast dunkelste Farbe und ja, ich bin ja sehr blass. Ich weiß nicht, ich habe Sisley angeschrieben, ob es die zukünftig in mehr Farben geben wird, wo man das öfter mal sieht. Also ich glaube, Gucci hatte jetzt auch eine Cushion Foundation mit nur wenigen Farben. Bei Göller gab es sowas schon mal. Also wenn die Sachen für den asiatischen Markt produzieren und Cushion Foundation sind da wohl sehr beliebt, dann habe ich das leider schon häufiger gesehen, dass die Farbrange ja unterirdisch ist und nur für sehr helle Hauttypen gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ich will jetzt noch nicht urteilen, weil ich noch keine Antwort von Sisley habe, ob es da zukünftig mehr Farben geben soll. Da hat man hier innen einen Spiegel, man hat so das obligatorische Schwämmchen mit dabei. Dann kann man das hier aufklappen und dann ist das nochmal einmal versiegelt. Ich habe es natürlich schon aufgemacht, weil die Foundation trage ich gerade. Und dann geht das mit so einem Klick zu und hier vorne kann man draufdrücken, damit es aufgeht. Aber hier, sie schreiben zu der Foundation, dass die Technologie des Phytoblock-Komplexes der neuen Generation in einer nachfüllbaren Foundation. Also da ist der patentierte Phytoblock-Komplex enthalten, der hält den Teint auf, gleicht ihn aus und verstärkt seine Ausstrahlung. Da ist Hibiskusblütenextrakt drin, erhöht auch die Ausstrahlung des Teints. Es ist Titandioxid, also zu 100% mineralischer Filter mit optimaler Verträglichkeit, sehr hoher Schutz gegen UVA und UVB-Strahlen, ein SPF von 50. Dann ist Buchweizensamenextrakt enthalten, besitzt antioxidative Eigenschaften und schützt die Haut so vor schädlichen äußeren Einflüssen. Vitamin E-Derivat wirkt gegen freie Radikale und schützt vor oxidativem Stress. Provitamin B5 ist enthalten, also die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und geglättet. Der Teint ist frisch, strahlend und ebenmäßig. Unreinheiten werden weich gezeichnet und das Erscheinungsbild von Poren wird verringert. Tag für Tag wirkt die Haut klarer, strahlender und Pigmentflecken werden reduziert. Also sie schreiben noch, dass die leicht zart schmelzende Textur verleiht beim Auftragen ein Gefühl der Frische. Sie ist fein und kaum wahrnehmbar und sorgt so für einen Nude-Effekt und ein natürliches Glow-Finish. Sie ist schweiß- und wischfest und hält besonders lange. Die Foundation ist die ideale Ergänzung zu den Pflegeprodukten der Phytoblanc-Linie. Sie wird morgens aufgetragen und kann sowohl zum Auffrischen wie auch zum Stabilisieren des Schutzes erneuert werden. Sie ist ölfrei und nicht komedogen. Ganz viele Claims und ich würde sagen, bevor ich etwas mehr zu der Foundation sage, springen wir mal kurz in der Zeit zurück und ich nehme euch mit, wie ich die Foundation aufgetragen habe. So, ich habe jetzt die Foundation hier. Ich habe Gesichtspflege aufgetragen und heute habe ich das erste Mal den neuen Hourglass, wie heißt der? Vanish Airbrush Primer ausprobiert. Also den habe ich drauf. Der soll ja so ein bisschen mattieren und die Poren verfeinern. Der fühlt sich erstmal gut an, aber bevor ich dazu ein Video drehe, wollte ich den ein paar Mal getestet haben. Und jetzt habe ich hier die Foundation und bei Cushion Foundations nehme ich immer gerne einen Schwamm und gehe da einfach so ein bisschen rein und arbeite das hier jetzt mal auf der einen Hälfte ein. Und dann sieht das mit einer leichten Schicht so aus. Einmal hier ohne und einmal hier mit. Ich finde auch, das ist eine schön leichte Schicht, auch obwohl ich jetzt den Mattifying eigentlich Primer drunter habe, habe ich doch noch einen guten Glow im Gesicht, aber nicht zu viel. Also die Foundation hat Leuchtkraft auch hier oben, aber ohne so ölig zu wirken, macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Und von der Deckkraft, also ist eine leichte bis leicht mittlere Deckkraft auch wieder. Man kann es bestimmt aufbauen. Ich probiere das auch gleich mal. Ich mache jetzt erstmal noch die andere Seite. Und das ist jetzt auf der Seite. Also ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus für mich. Tagsüber oder eigentlich so, wie ich es jeden Tag mache, wäre das jetzt völlig in Ordnung. Reicht mir vollkommen aus von der Deckkraft. Ich kann jetzt hier noch mal ein bisschen reingehen und schauen,
Ob ich hier noch mal ein wenig aufbauen kann an meinen Rötungen. Ja, geht ein wenig. Ich denke, bei so Cushion Foundation ist auch immer nicht so das Ziel so ganz. Ja, meistens sind die ja nicht so Full Coverage, sondern eher so auf der natürlichen Seite. Aber ich finde die Deckkraft an sich ganz schön. Die fühlt sich super an auf der Haut, also fühlt sich ganz leicht an. Ich spüre sie nicht. Fühlt sich auch jetzt nicht so klebrig an. Komm mal noch ein Stück näher, damit ihr das sehen könnt. Mach vielleicht das Licht mal ein bisschen dunkler. Dann kann man vielleicht den Kontrast besser erkennen noch. Bei mir spiegelt sich natürlich wieder das Studiolicht, aber auch insgesamt finde ich, sie hat ein sehr, ja, natürliches Finish mit der Leuchtkraft. Es wirkt jetzt nicht, dass es so, ja, ölig wäre oder irgendwas, sondern ganz leicht. Und ich mache jetzt mal meine Augenbrauen und den Rest vom Make-up und dann sehen wir uns gleich wieder für die Lippenstifte. So, da sind wir wieder. Das ist jetzt im Prinzip das, also mein fertiges Make-up ohne Lippenstift. Ich habe nur ein wenig von dem Sisley Concealer drauf. Den liebe ich. Das ist einer meiner Holy Grails sozusagen. Ich habe ein wenig Bronzer, ein wenig Blush, auch hier von Sisley. Den, wie heißt er, in der Farbe Orchidee. Das ist so ein Blush-Highlighter in einem. Hab ein bisschen Highlighter drauf und ein ganz leichtes Augen-Make-up mit der Charlotte Tilbury Palette in der Luxury of Pearls in Celestial Pearl. Das ist die Lidschattenpalette, bisschen Mascara. Und ich muss sagen, der erste Eindruck, ich hatte, also wir haben es jetzt abends 20.18 Uhr. Ich hatte heute Morgen die Foundation schon mal aufgetragen und den ganzen Tag über getragen. Sie hat sehr gut gehalten. Sie hat sich aber, also sie schreiben ja Wasser- und Wischfest. Also ich hatte schon etwas in der Maske drin. Ich hatte heute Morgen nicht gesettet und auch kein Setting Spray drauf. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts in der Maske hatte, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Ich werde die jetzt natürlich die nächste Zeit wieder testen und dann zu einem späteren Zeitpunkt, also ich denke in meinen Februar Favorites and Fails, dann werde ich zu der nochmal mehr sagen, wenn ich sie wirklich ausgiebig getestet habe. Erster Eindruck, also das ist jetzt eine First Impression, ist sehr gut. Das ist genau wieder so meine Richtung. Ich liebe Cushion Foundations. Das geht, finde ich, einfach schnell. Man bekommt doch eine ganz gute Deckkraft hin. Das ist eine leichte bis mittlere Deckkraft. Das reicht mir völlig aus. Die Haut sieht sehr frisch aus, ohne zu sehr zu glänzen. Sie hat sich gut getragen. Mit dem, ja, Wasser- und Wischfest wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger. Also so, wenn ich jetzt auf meine Haut gehe, habe ich nicht das Gefühl, dass sich irgendwas auf meine Finger gibt. Also sie ist nicht zu feucht. Ich habe jetzt ein bisschen Puder drauf und ich finde das Ergebnis sehr schön. Ich hatte heute Morgen keinen extra Primer. Hat gut ausgesehen auf meiner Haut. Sehr natürlich, nicht nach Make-up, hat sich nirgends abgesetzt. Jetzt gerade habe ich von Hourglass das erste Mal den Primer probiert und da muss ich sagen, da weiß ich jetzt gar nicht, den muss ich morgen nochmal mit einer Foundation probieren, die ich besser kenne, weil der Primer macht auch einen sehr guten Eindruck und in Verbindung mit der Foundation hat das auch wunderbar funktioniert. Also eine sehr vielversprechende Sisley Foundation sind generell Produkte, die mir oftmals sehr gut gefallen. Die sind immer sehr pflegend. Ich finde gerade für reifere Haut wunderbar, weil die eben nicht zu dick sind. Also auch die letzte Foundation, die rauskam, die Phytoturn Nude, finde ich wunderbar, die liebe ich auch. Die hier, also das ist eine, die muss ich abpudern, weil die mir sonst zu viel Leuchtkraft gibt und zu flüssig ist praktisch. Also das spüre ich dann auf der Haut. Das ist jetzt bei der nicht so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich werde auch beide mal nebeneinander testen. Die könnte sogar jetzt bei mir noch mal einen Ticken vorne liegen. Ich hoffe, sie kommt in mehr Farben raus. Im Moment ist sie leider nur für, ja, so helle Häutchen wie mich gemacht oder heller. Ich glaube, mit so einem Tacken dunkler kommt man vielleicht. Es gibt noch so einen Warmton. Das wäre sehr schade, wenn das wirklich eine wäre, die jetzt nur für den asiatischen Markt produziert wird. Wir werden sehen. Da werde ich aber auch natürlich gerne nochmal berichten, sobald ich da von Sisley eine Antwort habe. So, und dann kommen wir jetzt zu den neuen Lippenstiften. Die
Phyto Rouge Shine Lippenstifte. Ist ein Lippenstift der neuen Generation. Die kosten 43,50 Euro auf der Seite von Sisley. Die Refills, die es dazu gibt, kosten dann 35 Euro. Den haben sie in 12 verschiedenen Farbtönen und sie schreiben dazu: Phyto Rouge Shine ist ein pflegender, glänzender Lippenstift der neuen Generation. Die perfekte Verbindung zwischen dem Glanz eines Gloss, der Pflege eines Balsams und der zart schmelzenden Farbe eines Lippenstiftes. Ich habe einmal die Farbe 21, 11 und 23. Den mache ich jetzt mal als erstes auf. Die kommen einmal nochmal mit so einem Samtsäckchen, wo hier Sisley nochmal eingraviert ist, und dann macht man die auf und dann hat man dieses, ja, von Sisley, glaube ich, hoch geliebte Tiger Print. Ich finde das wunderschön in dem Weiß und dem Gold, und hier vorne steht dann nochmal das Sisley Logo in Rot drauf. Hier unten sieht man dann nochmal, hat man so einen Sticker mit der Farbe. Und sie schreiben des Weiteren noch dazu: dank des Hydro Booster Komplexes aus Cognac und dann weiß ich nicht, Glucomannanen und Hyaluronsäure werden die Lippen sofort aufgepolstert und geglättet. Mit jeder Anwendung werden die Lippen versorgt, weich und vor Umwelteinflüssen geschützt. Die cremige, zart schmelzende und süchtig machende Textur sorgt für einen absoluten Komfort und einen glänzenden Effekt. Die Lippen erhalten einen intensiven Glanz und ein natürliches, transparentes Aussehen. Der Farbeffekt wird mit jedem Auftragen intensiver und die Deckkraft lässt sich so je nach Wunsch anpassen. Die Farbpalette von Phyto Rouge Shine umfasst 12 strahlende, leicht zu tragende Farbnuancen von Nude Beige bis hin zu gewagten Cranberry-Tönen. Dazu gibt es 2 Finishes, glänzend und schimmernd. Seine Verpackung ist eine nachfüllbare Schmuckhülse im weißen und goldenen Zebra-Design. Neu ist das in die Basis integrierte Nachfüllsystem. Und der sieht dann von innen, sieht auch aus wie so ein Balm. Das ist jetzt die Farbe 21, Sheer Rosewood. Der sieht dann so aus. Ich trage den auch direkt mal auf die Lippen. Der erinnert mich auch wieder an meine heißgeliebten Chantecaille Lip Cheeks. Gefühlt kommen jetzt alle Marken mit so, ja, barmigen Lippenstiften raus. Und das ist jetzt die Farbe Sheer Rosewood. Das ist eine wunderschöne Farbe, gibt einen guten Glanz, fühlt sich sehr gut an auf den Lippen. Ist nicht klebrig. Ich weiß gar nicht, hat der einen Schimmer drin? Kann ich jetzt nicht erkennen. Ich glaube, ich habe keinen in so einer schimmernden Farbe. Ich glaube, der eins heller oder der beigeigere, der nudigere, der hat Schimmer drin. Da muss ich direkt mal gucken. Ich merke sofort, dass mir die Formulierung sehr gut gefällt. Ich hatte den heute Morgen schon mal drauf. Das sind so, ja, eher so Lipbalms. Die halten natürlich nicht ewig. Also die muss man dann mal nachziehen. Aber ich finde, der hat eine ganz gute Farbabgabe. Für mich immer völlig ausreichend und fühlt sich sehr schön an. Dann packen wir mal den nächsten aus. Das ist der Sheer Blossom. Und der sieht so aus. Das ist jetzt die Farbe Sheer Blossom. So, jetzt habe ich den abgemacht, den anderen. Jetzt trage ich die Farbe Sheer Blossom auf. Und das ist jetzt so, ja, so ein bisschen ein nudigeren Ton, aber so mit so einem leicht, ja, peachigen Unterton, aber trotzdem immer noch sehr natürlich. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, es gibt noch eine Nuance nudiger und der hat, glaube ich, Schimmerpartikel. Der hier hat nämlich auch keine. Und dann habe ich ja noch die Farbe Sheer Flamingo. Und das ist dann, ja, wie der Flamingo schon sagt, so ein bisschen eine poppigere Farbe. Der sieht so aus. Der hat mir auch gut gefallen. Ja, und das ist auch so ein, ja, orangig-pinkiger Ton mit so ein bisschen einem blauen Untergrund. Also, ja, Flamingo passt da meines Erachtens sehr gut. Und dann trage ich mal Flamingo auf.
Und man kann die auf jeden Fall aufbauen. Also das ist jetzt wirklich nur so ein Swipe. Und das ist dann jetzt die Farbe etwas deckender aufgetragen. Gefällt mir auch sehr gut. Ist für mich so die perfekte Frühjahr-Sommerfarbe. Da mag ich es auch gerne mal so ein bisschen ja poppiger. Und trotzdem in dieser ja warm glossigen Formulierung ist es nicht ganz so, ja, ganz so schreiend. Das war jetzt, oder das ist jetzt die Farbe Sheer Flamingo. Gefällt mir auch gut, fühlen sich super toll an. Also die Lippenstift-Lounges in letzter Zeit sind genau meins. Das ist die Formulierung, die ich sehr gerne habe. Das wird jetzt der sein, den werde ich noch mal ein bisschen auf die Seite machen für die Sommermonate. Ich glaube, am besten hat mir jetzt persönlich die Farbe Sheer Rosewood gefallen. Den mache ich jetzt auch noch mal drauf. Ja, also die Farbe Sheer Rosewood, das ist ja My Lips But Better. Das ist ziemlich meine Lippenfarbe, einfach so ein bisschen intensiver und mit ein bisschen mehr Glanz. Also von denen bin ich auch direkt begeistert. Also ich glaube, beide Produkte, sowohl die Foundation als auch die Lippenstifte, treffen total meinen Geschmack. Ich finde gerade bei den Lippenstiften das Design wunderschön. Die sehen gut aus. Das ist kein Magnetverschluss. Das ist jetzt das Einzige, was mir ein bisschen besser gefallen würde, wenn es noch einen Magnetverschluss hätte. Das ist so ein ganz normaler Klickverschluss. Aber ansonsten optisch finde ich die sehr gelungen, wenn man so ja barmige Lippenstifte mag, die so Glanz geben. Das ist aber halt natürlich auch nichts, was lange hält. Also die muss man schon auch nachziehen. Aber meine Lippen sind im Moment so trocken und da liebe ich einfach solche Produkte, weil ich das Gefühl habe, die pflegen auch noch ein bisschen meine Lippen, auch wenn sie ein bisschen rauer sind. Da setzt sich nichts ab. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das kaschiert noch mal so ein wenig. Für mich wieder ein sehr gelungener Launch von Sisley. Sagt mir mal gerne, wie ihr die Sachen findet. Seid ihr interessiert an den Produkten? Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.